In der heutigen Ausgabe geht es um Lufthansa Miles & More und ich erzähle euch, wie ich die Ära von Jost Greve empfinde und empfunden habe, weil sie ist ja leider zu Ende, welche Erwartungen ich an den neuen Head-on of Loyalty habe. Und ich gehe nochmal darauf ein, dass Lufthansa umstrukturiert hat. Das heißt also, dass der Head of Loyalty nicht mehr bei Lufthansa ist. Ja, wo ist er denn dann? Mehr nach dem Intro. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Denkt daran, Daumen hier hochzulassen, runterzulassen. Ansonsten Kommentare immer unten in den Shownotes, darunter in der Kommentarfunktion. Deshalb nutzt sie doch einfach und ich gehe gerne mit euch in den Dialog. Ja, das heutige Thema ist eher ein Thema, was mich mit gemischten Gefühlen bestürzt, hätte ich fast gesagt, ganz einfach deshalb, weil eine Ära zu Ende geht. Ich selber bin bei Lufthansa von Basiskunde über FTL, über Senator, über HornCircle, über Senator, über FTL, über Basiskunde alles gewesen. Hab dieses Jahr auch mein Projekt von Null auf Horn. Da werdet ihr mich hoffentlich begleiten, auch per Video. Und mein Counterpart auf der Lufthansa-Seite als Head of Loyalty and Customer Insights ist und war Jost Greve, zumindest bis zum 1. März. Ihr kennt ihn vielleicht aus unseren Talks. Wir hatten auf Zoom Talk, wir hatten auf Clubhouse regelmäßig Talks. Da war er als Überraschungsgast da und hat Rede und Antwort gestanden. Das ist auch schon ein Thema, was in meinen Augen ganz wichtig ist. Er hat dieses mit den Kunden in Dialog zu treten gelebt. Das heißt also, auf den Sonntagabend ist er zu uns gekommen, überraschenderweise, weil sein Lieblingsverein nicht gespielt hat und er Zeit hatte und somit dann die Fragen wirklich geduldig, teilweise bis zu anderthalb Stunden von euch beantwortet hat. Ja, es gab auch oder gibt immer noch diese Art von Calls, wo die ganzen Vielflieger und YouTube-Community-Leute sich mit Lufthansa regelmäßig in Calls treffen. Und da steht er auch Rede und Antwort und bringt immer wieder interessante Gesprächspartner. Beim letzten Gespräch hatte er halt dann erzählt, dass er eine neue Aufgabe bei Lufthansa bekommt. Leider wissen wir nicht, wer es ist. Aber er hat uns gesagt halt zumindest, dass er als Head of Loyalty zurücktritt. Und das ist halt das Dilemma. Er hinterlässt sehr, sehr große Fußstapfen. Die Leute, die ich bei Lufthansa als Head of Loyalty kannte, haben immer das unterschrieben. Und man hat die Briefe oder die E-Mails bekommen mit den Unterschriften. Aber es waren nie Personen, die man großartig mit einem Gesicht verbinden konnte. Ihn hat man mit diesem Gesicht verbunden. Es gibt die Reihe Meet the Expert, wer mein Video sehen möchte, wo er das eine, wo er uns erklärt hat, dass die Neuerungen leider erst später kommen. Da müssen wir einfach mal schauen. Hier könnt ihr oben, könnt ihr ja schauen, wie ich das damals bewertet habe. Damals kannte ich ihn noch nicht. Jetzt kenne ich ihn. Also im Prinzip muss ich ehrlicherweise sagen, dass das, was er sagt, Hand und Fuß hat und in meinen Augen auch, ja, eine wirklich sehr hohe Messlatte ist für jeden, der danach folgt. Was mich so ein bisschen mit Sorge betrifft, ist halt einfach, dass er ist jemand, der bei Lufthansa Miles & More zwar das Status- und Award-Management verwaltet und ja verantwortet hat, aber er ist auch bei Lufthansa angesiedelt gewesen. Das heißt also, er war bei der Lufthansa-Gruppe und hat da wirklich reingehört in die Firma und hat uns zugehört und war der Connector. Und er hat uns damit natürlich auch viele Dinge gebracht, also die Regelung letztes Jahr, wo der Status um ein Jahr verlängert wurde. Hey, ich weiß es, nur für die, wo der Status ausgelaufen wäre, jetzt im Februar 2021. Verstehe ich. Aber er ist dann auch mit einer Lösung um die Ecke gekommen im Februar, wo er gesagt hat, doppelte Statusmeilen, doppelte HornCircle-Meilen, 30.000 maximale Statuspunkte mit der Kreditkarte. Das sind alles Sachen, wo man sagen muss, hey, coole Sachen und ihr seid relativ früh damit um die Ecke gekommen. Kann man sagen, KLM ist besser, weil die einfach den Status nochmal verlängert haben. Aber es ist ein Vielfliegerprogramm und das ist der Punkt. Er hat wirklich für seine Leute und zwar für uns gekämpft in meinen Augen. Das hat er auch wirklich sehr, sehr schön immer rübergebracht und es hat auch sich in seinen Aktionen gezeigt. Weil, warum? Ganz einfach. Es ist wie bei nicht bei Sky, dass ihr da, so ein Zitat von ihm, dass weil man bei Sky ein Altkunde ist, also schon ein Senator, ein Horn oder sowas, einfach in die Röhre guckt. Aber das war nicht so. Also es gibt Sachen, die gibt es nur als Statuskunde und damit hat der Status einen Value und Loyalität ist keine Einbahnstraße. Und diesen Status quo, den er permanent verändert hat, den muss halt der Nachfolger bringen. Und jetzt ist der Nachfolger aber bei Miles & More.
Das heißt also, die sind sogar räumlich getrennt. Man ist, ich weiß, in Homeoffice-Zeiten ist man eh räumlich getrennt, aber es ist so eine gewisse Symbolik da. Also das heißt also, man ist hinter der Esso-Tankstelle oder ist Esso, ich weiß es gar nicht, also auch zumindest hinter der Tankstelle unter der Autobahn so durch. Da ist das Miles & More-Gebäude und dann ist das LAC nochmal woanders am Frankfurter Flughafen. Und für mich persönlich wird es sehr, sehr schwierig sein, dass der Kollege, der das macht und da muss ich auch direkt schon wieder gucken, wie er heißt, der Sebastian Riedle. Warum? Ganz einfach, weil ich mit ihm kein Gesicht verbinde und weil ich da auch ja keine emotionale Bindung habe. Und ich hoffe, dass diese emotionale Bindung einfach weiterkommt und dass diese Entfernung aus dem Lufthansa-Konzern dann doch nicht zu weit ist. Also lassen wir uns überraschen, was das für uns bringt, inwieweit wir diesen Worten und Taten vertrauen dürfen. Ich kann es nur noch mal sagen, Just Greve, wusste ich, dass wenn er etwas sagt, dann hat das Hand und Fuß, weil er eher geschwiegen hat, bevor er es nicht was Falsches sagte. Diese Sporen muss sich der Neue dann besorgen. Und wie ich auch gehört habe, ist die Position dessen, der den Award Management macht, also Loyalty and Award Management oder Status und Award Management, diese Position, da weiß man noch nicht, wer es macht. Deshalb schauen wir erstmal, wie es ist. Die erste Änderung wird halt wirklich für euch die Unterschrift unten unter den E-Mails sein. Die wird von Sebastian Riedle kommen, wenn ich das richtig interpretiert habe. Just Greve wird halt nicht mehr unterschreiben. Deshalb für euch die Änderung, für uns die Änderung. Was es wirklich heißt, am Ende werden wir dann merken. Ich sehe es wirklich kritisch und ich bin mal gespannt, aber ich halte an meinem Projekt von Null auf Horn fest und gebe der Lufthansa eine Chance, genauso wie ich natürlich auch der Eurowings Discover eine Chance gebe. Lass die Leute sich bewähren. 100 Tage haben sie, so ist es üblich bei Politikern, so ist es üblich bei allen anderen Sachen. Und nach 100 Tagen machen wir vielleicht mal eine Abrechnung, ob da von der Person, die das dann macht oder die es jetzt interimsmäßig macht, dass sie da dann das zeigen kann. Den Link zur Pressemitteilung von Lufthansa Miles & More mache ich auch nochmal rein, wo ihr dann auch seht, dass der Herr De Prosse geht und so weiter und so fort. Also insofern ein bisschen beim Marketing-Sprech durchschauen und hinter den Zeilen lesen. Ich weiß nicht, wie ihr es interpretiert. Also ich freue mich, teilt mir mit, was ihr davon haltet oder ob ihr sagt, ach, mir ist eigentlich egal, wer das mal ein Programm leitet. Ich brauche auch kein Gesicht dazu, Hauptsache es funktioniert. So kann man es natürlich auch sehen. Danke, dass ihr dabei wart bei dem heutigen Ausgabe von Frequent Traveler TV und bis bald. Ciao.